Mit dem Selbstvertrauen aus dem ersten Saisonsieg bei Unterhaching geht der SV Wacker Burghausen ins Duell mit dem TSV 1860 Rosenheim. Vor dem Spiel gab es rund um die Wacker Arena im Übrigen eine Impfaktion, um die sinkende Impfbereitschaft wieder etwas anzukurbeln. Damit hinein ins Match. Die in Weiß spielenden Hausherren kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine. Nach diesem Wahnsinnseinwurf von Moritz Moser ist Christoph Meyer ganz frei und erzielt in der dritten Spielminute die Führung. Die Gäste, die mit zwei Remis in die Saison gestartet waren, bekamen in den Anfangsminuten keinen Fuß auf den Rasen und lagen nach 16 Minuten dann schon mit 0:2 in Rückstand. Wiederum ist es Meyer, der sich im Strafraum gleich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen kann und das Ding über die Linie grätscht. Doppelpack also für den 21-Jährigen und das bereits nach gut einer Viertelstunde. Wenige Minuten später hat auch der TSV seine erste gute Chance des Spiels. Der Hammer von Christoph Fenninger landet allerdings nur am Pfosten. Burghausen kontrollierte aber auch weiterhin das Spielgeschehen und erzielte in der 40. Minute das 3:0. Torhüter Stefan Schönberger mit einem ungenauen Abschlag, der kommt postwendend wieder zurück und wird von Robin Ungerath ins Tor befördert. Damit ging es in die Halbzeit, die Pause können die Gäste auch gut gebrauchen. Bislang ist Wacker hier in allen Belangen klar überlegen, Rosenheim muss sich etwas einfallen lassen, um die Blamage noch abzuwenden. Doch das gelingt ihnen nicht. 10 Minuten nach dem Wiederanpfiff unterläuft der TSV-Defensive der nächste Fehler und auch der wird eiskalt bestraft. Ungerath schnürt den Doppelpack. Bereits das zweite Tor, das sich die Gäste quasi selbst einschenken. Nur 2 Minuten später muss Schönberger das nächste Mal hinter sich greifen. Meyer macht sein drittes Tor des Abends. Die Rosenheimer weiterhin total von der Rolle. Und Burghausen hatte noch lange nicht genug. Freistoß in der 70. Spielminute und das ist eine Sache für Dennis Ade. Aus 16 Metern schlänzt er den Ball perfekt über die Mauer, da kann Schönberger nur noch hinterher schauen. Traumtor. 4 Minuten später rollt der nächste Angriff auf die Gästeverteidigung zu und auch der ist wieder drin. Der junge Schweizer Jérôme Leubli macht sein erstes Regionalligator. Und da sollte er an diesem Abend nicht der Einzige bleiben, dem das gelingt. In der 85. Minute legt André Leibold nach einem mustergültigen Zuspiel den Ball zum 8:0 Endstand ins lange Eck. Was für ein Auftritt von Burghausen, mit sage und schreibe 8:0 fertigen sie die Rosenheimer ab. Die Wacker-Fans unter den 850 Zuschauern zu Recht völlig aus dem Häuschen nach dieser Gala-Vorstellung ihrer Mannschaft. Wir haben uns gut vorbereitet die Woche, auch nach dem Haching-Spiel, was das Ziel, dass wir uns einfach genauso präsentieren wie in Unterhaching, weil das war eine sehr, sehr gute Leistung und an dem haben wir nahtlos angeknüpft. Dass das Spiel dann in der Höhe ausgeht, ja okay, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu, aber ich denke, die Jungs waren auch zielstrebig und haben es sehr gut gemacht. Rosenheim hingegen mit einer unterirdischen Leistung. Der TSV blamiert sich auf ganzer Linie. Trainer Florian Heller mit Erklärungsversuchen. Burghausen hat eine extrem hohe Qualität im eigenen Ballbesitz, technisch extrem stark, viel Tempo, gerade wenn es in die Offensive geht und dann bist du auswärts unterwegs und gestern mit einem 3:0 schon in der Halbzeit und ja, kriegst dann das vierte, auch zu früh und dann muss man ja ganz ehrlich sein, dann ist der Drops ja gelutscht. Für Rosenheim gilt es, diese Partie so schnell wie möglich abzuhaken, denn schon am Freitag empfangen die Rothosen die Zweitvertretung vom Club. Burghausen hingegen reist mit ordentlich Selbstvertrauen zum Tabellenführer Bayreuth.